Demokratie heißt, dass das Volk mitreden darf. Wenn viele Bürger gegen die Entscheidungen von Politik oder Bauplanern sind, gründen sich oft Bürgerinitiativen. Und manchmal haben sie wirklich Erfolg. In Kaiserslautern zum Beispiel hat man hart gekämpft, um eine Fassade zu erhalten. Sie steht immer noch, obwohl die neue Fachhochschule schon gebaut wird. Die Menschen wollen mitreden. Spätestens seit dem Streit um den Stuttgarter Bahnhof wissen wir, dass die Bürger wieder interessierter daran sind, in der eigenen Stadt mitzuentscheiden. So auch in Kaiserslautern. Die Kammgarn-Spinnerei ist ein Highlight der Industriearchitektur. Einige der früheren Fabrikgebäude werden heute als Kulturzentrum genutzt. Für Gastronomie und künftig soll hier auch die Fachhochschule wachsen. Um neue Gebäude inmitten der Rotsandsteinfassaden zu setzen, sollte dieser Teil der Kammgarn-Spinnerei aber komplett entfernt werden. Eine Bürgerinitiative hat sich dafür eingesetzt, dass die Wand im Herzen des harmonischen Geländes nicht entfernt wird. Nachdem der Erhalt der Fassade 2 Millionen kostet, ist man davon ausgegangen, wenn ich die Fassade abreiße und durch Glas und Beton ersetze, dann kann ich dieses Geld einsparen. Das hat die Kaiserslauterer Bürger auf den Plan gebracht und es hat sich dann eine Initiative gegründet. Wir haben Veranstaltungen gemacht, wir haben Infoblätter ausgeteilt und zum Schluss 5000 Unterschriften gesammelt, die wir dem Ministerpräsidenten bei seinem nächsten Besuch in Kaiserslautern überreicht haben und auch unserem Oberbürgermeister. Und kurze Zeit später kam aus Mainz die Bestätigung, die Fassade wird erhalten. Die Frontfassade bleibt also erhalten. Dahinter entstehen die funktionalen Gebäude der modernen FH. Das ist eine große Freude für die Initiative, dass wir hier erfolgreich waren und für Kaiserslautern das Gelände retten konnten. Das Einmischen der Bürger hat also etwas gebracht und man hat einen guten Kompromiss gefunden. Der Abriss der Gebäude hinter der Fassade ist mittlerweile in vollem Gange. In der Zwischenzeit gab es eine weitere Bürgerinitiative, die sich gegen Entscheidungen für ein Einkaufszentrum direkt im Herzen der Kaiserstadt gewandt hat. Die Umfunktionierung des leerstehenden Karstadtgebäudes mit dem umliegenden Gelände. Die Stadt will hier gleich das ganze Viertel inklusive Straßenverlauf umbauen. Wir, die Initiative, sind absolut für ein Einkaufszentrum. Wir haben auch nichts gegen diesen Investor. Wir sehen nur die Gefahr, dass unsere Stadt mit einer großen Mall überfordert ist. Hier hat die Bürgerinitiative nicht gewonnen. Doch es zeigt sich in Kaiserslautern, dass Bürgerbegehren einiges bewirken können, wenn eine Mehrheit der Bürger das Anliegen unterstützt.